Wenn wir eins aus den Simpsons gelernt haben, dann das Elefantenlarven fressen. Definitiv nein. Nee. Never ever. Ist mir scheißegal. Es ist ein Fickvieh, es hat eh nichts drauf. Wieso rechne ich die ganze Zeit mit Arknight gegen? Der ist eigentlich von den Werten her am höchsten. Ich müsste die anderen trainieren. Das alte Metal-Monster. Aber er erinnert mich so mit den Haaren so ein bisschen an hier Headbanger. Ja, also ich weiß nicht, mich anders eher ein bisschen an Makes Frisur. Die er mal hatte. Ja. Ich traue noch heute um seine Haare. Ey, wehrt die Attacke ab. Das Blödeste, was ich je gelesen habe. Okay, ich wechsle da mal aus zu... Moment. Gehen wir mal Psyana rein. Die kann hier, glaube ich, gut punkten. Ja. Und Finte auf Griffeldeffel. Außerdem Psyana und Nachtara brauchen nochmal ein bisschen Training. Spastenkanone. Voll die Spastenkanone. Der Affe macht null Schaden. Ja, macht er auch. Na, schau mich an, ich bin eine Wurst mit Füßen. Wurst mit Fell, würde ich nicht mehr essen. Vor allem bei Pokémon Colosseum habe ich ehrlich gesagt sehr gern Gäste, weil ich manchmal an manchen Stellen echt nicht weiß, wie soll ich hier weiter kommentieren. Beleidigst einfach deine Gegner. Ja, aber was soll ich bei so, wie soll ich so einen Power Ranger bitte beleidigen? Dein Kostüm ist scheiße. Ja, das wäre sogar mal wahr. Dein Zord ist schwul. Und da geht die Wurst down. Du hast die haarige Wurst besiegt. Die wollte ich noch essen. Ich habe schon wieder vergessen, Lava umzutaufen. Ich glaube, das kriegst Remoulade. Was will denn der mit einem Fischstäbchen? Au! Lass das! Ei. Finde! Ein Grund mehr, einen Affen zu hassen. Ja. Aber trotzdem, gefangen ist gefangen. Obwohl? Nee, nicht wirklich. You're goddamn right. Nee, Seestrahl mache ich aber auf Remo. Remoulade. Seestrahl! Achi-Strahl. So, das war's mit der Remoulade. Da kommt bei Captain Eagle in die Pfanne. Boah, fast ein Level up. Der hat noch eins? Hä? Ach du Scheiße, Formeo. Oh nö, nicht das Scheiß wie das hasse ich. Und es ist immer noch Regentanz aktiv. Oh, nicht auf Psyana, ich warne. Alter, jetzt ist Zappenduster mit dir. Ernsthaft, was haben diese Scheißviecher momentan alle immer mit Psyana? Echt mal? Die haben echt einen Hass auf Psyana. Warte mal, jetzt ist... Ah, warte mal. Randy kann ganz gut punkten. Ja, ich glaube, bei dem Wasser dürfte sie... Utsku! Oh Gott, nein. Du hast nicht gerade Utsku gesagt. Mann, das muss ich. Ich werde dafür bezahlt. Nee. Du kriegst Geld dafür? Ich will auch welches. Nee, stell dir mal vor, man könnte die, diese Töne, die die Viecher von sich geben, so verändern, weil Rennen so... Utsku! Utsku, Mon! Es nervt weiter. Aber ich kann mich erinnern, irgendwo in diesem Ding ist auch ein Heiler, also ein Healport. Also so ein Heilding. Aua. Was? Nicht gerade effektiv. Dafür, dass es eine Wasserattacke war? Hm? Aber das ist sehr effektiv. Bubbel. Oh. Das Geile ist ja, Formeo ändert sich echt je nach dem Wetter. Das ist irgendwie eine coole Idee, finde ich. Ja, aber ganz ehrlich, das blöde Vieh kriegt man ja schon bei Rubin und Dings, Saphir. Ich finde das dermaßen nutzlos dort. Es ist auch nutzlos, wenn man nur überlegt, was man da sonst hat. Aber es ist irgendwie ganz lustig. Und jetzt hat er sich verpisst einfach. Gehen wir mal gucken, was jetzt hier oben ist. Oh, jetzt ist uns ein Megazord gerannt, um zum Weinen. Holt sich an seinem Megazord aus. So,
So, was haben wir denn hier? Ein Labortipsi. Ich klau dir das einfach mal. DNS-Probe. Wie toll die dich beachten. Eine DNS-Probe. Stimmt, das brauche ich. Leck mich. Schleich dich an und brich ihm das Genick. Sehe ich aus wie Snake? Ja. Ich gehe nochmal zurück und gucke mal, was in der Mitte ist. Ich muss erstmal Psyana wiederbeleben. Ich hoffe, ich habe noch einen Beleber in der Tasche. Hoffen wir beide. Hm? Hoffen wir mal beide. Ah, da. Ja, zwei Beleber habe ich noch. So. Super Trank reicht dafür. Voll super der Trank. So. Dann nehme ich jetzt mal Psyana und setze euch nach Tara und renn durch Keifel. Aha. So wegen Training halber. Mhm. Jetzt renn noch mal voll heilen. So. Na, bis auf 1 KP. Weiß gar nicht, wer hat eigentlich gerade den EP-Teil da drin? Igel. Ja. Der wird ihn auch noch ein kleines bisschen behalten. Aber ich glaube, kann ihm nicht schaden. Ja, ich lasse das erstmal so. Ich könnte ihn auch nach Tara geben, aber mach ich später. Nee, ich denke mal, bei Feuer ist es immer noch ein paar HP mehr da sind. Den interessiert das nicht? Ah, ohne Scheiß, haben die Tomaten auf den Augen? Ich habe keinen UG-Schlüssel, was wollt ihr von mir? Ich prügel mich trotzdem mal mit dem. Aber diese Daten brauchen wir also nicht mehr. Hm? Ey, wie lange die immer brauchen, um sowas zu raffen? Ich will auch so einen blauen Laborkittel und so Schminke im Gesicht haben. Oh nö, nicht Magnetilo. Ah, jetzt wirst du es gleich wissen, wie schnell das Vieh ist. Scheiße. Okay, renn, du bist hier ein bisschen fehl am Platz. Naja gut, Psyana eigentlich auch, aber Psyana werde ich jetzt auswechseln durch Keifel, weil Keifel sagt sich, what see what I care. Wenn er mit Donnerattacken rankommt. Könnte vom Typus her noch ein bisschen effektiv sein. Na, mit Schaufler kann ich gut punkten. Bodenattacke halt. Du hast ja mit noch Bodentyp, das heißt, er ist immun gegen Donnerattacken. Und so ein kleiner Vorteil. Yay, Hachi-Strahl. Ja, und da hat sich Fritze Blitz weggefritzeldingst. Oh. Hat er sich die Krippe eingefangen? Ja. Er hat noch eins. Ein Schlampi. Oh. Metallsound. Och. Ah, you fail. Niedlich. Saufler auf Magnesilo. Um Seastrahl. Das macht so viel Sinn. Wobei, Landhorn finde ich eigentlich ganz cool. Naja, es sieht lustig aus. Oh, Wasserelektro, das ist auch nicht zu verachten. Und dafür, dass das sehr effektiv war, hat ihn das ja nicht viel gekümmert. Map. Haare gewaschen. Was zum Keifel? Keifel war gerade schneller als Magnetilo? Okay, definitiv. Magnetilo ist nicht das schnellste Vieh. Oder war das die Weiterentwicklung? Nee. Das glaube ich nicht. Ich weiß gerade nicht mal mehr, wie die Weiterentwicklung heißt. Magnetron oder? Magneton. Ja. Und Schaufler. So überhaupt nicht unüberraschend. Guck mal, da hat ihm jetzt klopp die Schraube rausgehauen. Ja. So toll. Also mir gefällt's. Der hat echt nicht mehr alle Schrauben an der Latte. Was soll ich dir rausgehen während der Räumungsarbeiten? Ja, wieso? Du putzt doch den Boden gerade mit ihnen, also hilfst du ihnen. Ja. Ich hab was mit dem Prof. Gummer und Schmerz ist. Du bist ja ein Weichei. Willst du nicht mal mit mir battlen? Okay, dann müssen wir uns doch mit dem anderen Freak da unten anlegen. Freak, Freak. Als ob wir eine Wahl hätten. Ja. Ja, haben wir eigentlich auch. Wir könnten auch einfach gehen und den ganzen Scheiß hier seinem Schicksal überlassen. Oder du spielst ein bisschen an Reagenzgläsern rum und jagst alles in die Luft. Müssen Kittel getragen werden. Oh Gott, das sind wirklich Waldorfschüler. Perim. Okay,